arbeite hier am Gymnasium Carolinum als Koordinator für die Sekundarstufe 1. Wir haben mit den Testungen Ende April begonnen. Insbesondere die Schüler der 11. und 12. Klasse haben sehr positiv darauf reagiert. Bei den 11. Klässlern haben wir festgestellt, dass ca. 90% der Schüler sich haben testen lassen. Wir sind ja in der glücklichen Lage gewesen, dass zu einem Zeitpunkt, als auch noch eigentlich gar nicht über Testungen gesprochen worden ist, schon gar nicht an Schulen, haben wir schon einen Kontakt zu Centogene gehabt, der bedingt ist durch Herrn Professor Rolls. Und er hat uns das Angebot unterbreitet, letztendlich, ob wir, wenn wir dann freiwillig möchten, darauf zurückgreifen wollen. Das haben wir getan. Heute haben wir begonnen mit den Schülern der 10. Klasse. Und momentan laufen die Testungen gerade. Wir werden heute Nachmittag dann abschließend einen Überblick haben, wie viele Schüler sich haben testen lassen. Das gibt Sicherheit, zumindest für den Tag natürlich. Und man kann sich im Klassenverband viel wohler fühlen, wenn man weiß, okay, man hat Verantwortung für sich und für andere ergriffen. Die tägliche praktische Zusammenarbeit mit Centogene, das ist so unkompliziert, so reibungslos. Das heißt, wenn die Teststrecke schließt, werden die Proben abgeholt. Am nächsten Tag hat jeder, der sich hat testen lassen, eine E-Mail individuell. Also wir können nur sagen, das läuft zu 100% reibungslos.